Hallo, herzlich willkommen auf Android TV. Neben mir sitzt Lukas Schäfer. Ich bin der Leon Petzold. Das da ist MS3 und darauf läuft eine App namens Der Kreis dreht sich und lädt das Bild. Das ist richtig gut. Also, wie ihr seht, wir spielen Robocop. Mit Fingerdatschen. Dieser Kreis ist wirklich sehr schön. Egal, lass uns doch mal loslegen, einfach mit Robocop, auch wenn das Bild hier auf deinem tollen Tablet nicht lädt. Let's get started. Ja, let's get started. Wenn er hier laden würde, könnten wir auch starten gehen. Ja. Ich kann ja einfach mal anfangen. Robocop ist ein Film, der aktuell in den deutschen Kinos läuft. Dabei geht's um einen Mann, der bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt wurde und um sein Leben kämpft. Und es gibt da halt eine Organisation, die nennt sich, wie hier zu sehen ist, Omnicorp, und die entwickeln Roboter. Und um den großen Durchbruch zu schaffen, haben sie eben diesen Mann, der lebensgefährlich verletzt ist, zu so einem Halbmensch, Halbroboter gemacht, damit er überhaupt überleben kann. Und der muss jetzt halt hier, wie wir hier gerade sind, wir sind gerade im Tutorial, eben sollte so eine Simulation durchlaufen, um sich halt zu beweisen, dass er halt wirklich was kann. Und danach wird er halt in die öffentliche Welt gesetzt, um gegen das Verbrechen zu kämpfen. Er soll halt die bösen Verbrecher ausschalten. Und das ist unser Plan. Ja, wie man sieht jetzt hier im Spiel, ist das nicht unbedingt leicht. Wir sind noch im Tutorial, also ist es noch leicht. Aber das klingt besser, wenn wir sagen, es ist nicht unbedingt leicht. Ja, wir haben eine Knarre in der Hand und müssen damit die virtuellen Bösewichter wegklatschen gehen. Ja, erkläre mal die Steuerung. So, ich erkläre mal die Steuerung. Wir bewegen uns automatisch. Wir können diese Person hier nicht steuern. Die, wenn wir alle Gegner besiegt haben, läuft die einfach weiter. Wir können uns hier neben, wenn wir links touchen, Wir können uns hier bewegen, also einfach umsehen. Wenn wir hier auf die rechte Seite drücken, dann gehen wir aus der Deckung raus und sobald wir auf einen Feind zielen, schießen wir. Da oben sehen wir jetzt so einen Laserstrahl, das ist ein Scharfschütze, der kann uns auch selbst hinter unserer Deckung erwischen. Jetzt gehen wir einfach mal auf den Pfeil hier drüben und wechseln die Deckung. Und somit müssen wir halt hier einfach die Gegner töten. Und wir sehen hier drüben so ein Auge, wenn wir da drauf drücken, dann erkennen wir Schwachstellen der Gegner. Und wenn wir dann da oben auf diese Zielscheibe schießen, die man da gerade gesehen hat, dann stirbt der Gegner halt eben schneller. Es gibt ja so kleine Hilfen, wie hier so zum Beispiel solche, keine Ahnung, was soll das sein, so ein Öltank oder so. Mit der wir dann halt mehrere Gegner auf einmal plätten können oder sowas. Genau, der Leon hat gesagt, hier oben haben wir eine Drohne, die haben wir gerade nicht aktiviert, aber damit können wir halt die Gegner mit dieser Drohne abknallen, ohne dass wir selbst aus der Deckung raus müssen. Und hier oben haben wir halt so ein Plus, was uns wieder Leben gibt, sofern wir diese Medikits haben. Und dann gibt's noch so eine Scan-Funktion, mit der man Schwachstellen bei größeren Gegnern... Haben wir das gesagt? Das hier können wir aber... Hier unten haben wir so einen Konzentrationsmodus. Ach so, ja, genau. Damit können wir jetzt auf mehrere Gegner drücken. Dann können wir da drauf drücken, da drauf drücken. Jetzt hätten wir noch eins übrig. Gut, das machen wir jetzt einfach auch nochmal auf den, weil wir alle verbrauchen müssen. Und dann killt ihr die einfach alle in einer Kombo. Jawohl. Das Spiel stammt übrigens vom Entwickler Glue. Top-Entwickler aus dem Play Store. Also es ist kein offizielles Spiel der Macher des Films oder sowas. Naja, schon. Zum offiziellen Spiel, zum Robocop. Doch schon. Auf jeden Fall, das Spiel hat 81,2 MB Größe, was jetzt nicht wirklich viel ist, dafür, dass die Grafik eigentlich recht okay ist. Das Spiel macht ordentlich Spaß und ihr seht's ja jetzt selbst auf dem Bildschirm, denn du bist Robocop, der ultimative Gesetzeshüter. Werbetext ist noch immer noch schön. Ja, ansonsten, wir testen die Version, wo steht das hier eigentlich mit diesen Versionen? Ach so, unten, da. Wir testen die Version 1.0.4, die am 20.01.2014 auf den Markt geworfen ist und, ja. Mehr gibt's zu dem Spiel, zu den Hintergrundsdaten eigentlich nicht zu sagen. Wir ballern uns halt hier jetzt noch genüsslich durch die Welt. Ja, nö. So, überhitzt, genau, dieser Laser, den wir da haben, der kann auch schnell überhitzen, dann müssen wir einfach kurz warten und können danach wieder weiterballern. So, wir haben jetzt den Boss besiegt von diesem Level hier, das war noch der erste Tutorial-Level, wir müssen ein paar Tutorial-Level durchspielen, bis wir dann halt einfach in das richtige Spiel einsteigen können. So, jetzt dürften wir aber endlich mal wieder ins Hauptmenü kommen, wo wir dann mal was erklären können, was hier so kauft. Wir kriegen am Ende halt immer so eine Belohnung von Geld und hier unten solche Omnicorp-Coins, die wir nur geringfügig kriegen, weil wir die halt auch mit echtem Geld kaufen können. So finanziert sich eben die App. Da oben. Ja, ein Erfolg. Erfolg. Wuhu.
Ja, Games-Funktion, die Google Games-Funktion wurde auch integriert für Bestenlisten und Erfolge, weil ich nehme an, das willst du auch gleich zeigen. Wir sind jetzt oder? Neutralisiert. Wir kriegen halt immer diese Aufträge, diese Bosse da, diese Bösewische da zu töten und dann werden die halt abgehakt in diesem Ladescreen. Ja. So, nein, wir möchten das jetzt nicht bewerten. So, jetzt sind wir hier im Hauptmenü, hier sehen wir uns, wir können... Genau. Ach nee, jetzt können wir uns begutachten. Wir können hier oben eine Waffe tauschen, wenn wir mehrere haben. Wir können jetzt mal hier auf MPs, dann können wir hier drüben andere Waffen kaufen. Die kostet, jetzt gehst du da drauf, danke, die kostet 90 von diesen Omnicorps, so viel haben wir nicht und möchten wir auch eigentlich nicht dafür ausgeben. Wir können aber unsere aktuelle Waffe upgraden. Hier drüben haben wir jetzt so einen Upgrade-Baum. Können wir mal hier drüben kaufen, haben wir genug Geld für. Und dann weitet sich der Baum halt in verschiedene Richtungen aus, keine Ahnung, Feuerrate erhöhen, Treffsicherheit erhöhen und so weiter und so fort. Wir können aber da auch echtes Geld rein investieren, oder? Ja. Ja. Können wir diese Omnicorp-Coins da kaufen, aber gut, man kommt auch so durchs Spiel, ohne dass man das kaufen muss unbedingt. Ja. So, wir können auch hier unseren Anzug upgraden. Erinnert irgendwie so ein bisschen an Iron Man, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Vom Design, vom Aufbau. Ist aber nicht von Game Loft gemacht, sondern von Clue Games. Nein, wir haben kein Geld. Ja. Wie immer, kein Geld. Wir können jetzt wieder nochmal auf Missionen gehen. Mit den Bestenlisten wolltest du uns noch zeigen, die oder? Bestenlisten, Mann, die Bestenlisten, Mann, die Bestenlisten, 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 Bestenlisten. Ja, cool, Games, ja, ich denke schon. Ah, Erfolgrangliste, da Rangliste, genau. Da kann man sich dann mit anderen Spielern messen. Bestenlisten, Gesamtpunkte, bla. Ja. Meine Kreise, jetzt gehen wir einfach mal auf öffentlich, da sehen wir dann alle Spiele. Gucken. Da ist irgend so ein Chinese relativ weit oben. Anand Kumar. Ach so, ja. Genau, der Philipp Butcher oder wie auch immer. Ja, hier sehen wir jetzt halt die Rangliste, wie die so alle spielen. Ja, was so für ist nicht wirklich wichtig, aber ist halt da, wollten wir kurz zeigen. Aber ich würde sagen, wir spielen noch eine Mission, oder? Ja. Ja. X, nein, wir wollen das nicht tauschen, wir wollen auf Missionen. Ja, genau. Und so, und jetzt können wir hier halt, so haben wir so eine Karte, wo wir halt die verschiedenen Missionen auswählen können. Danke. Die übrigens sehr schön aussieht, finde ich. So, da können wir halt hier so weiter switchen, aber so weit sind wir noch nicht. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal hier eine Tagesjagd, die täglich 3 Stück. Können wir halt ein bisschen dazu verdienen. Ich finde, das Spiel erinnert auf der einen Seite so ein bisschen an Batman für Android und an Dings, was hat man eben gesagt, Iron Man eher dieses Endlos-Runner war. Ja, nee, aber so von der Menüstruktur wirklich sehr schön gemacht. Die Grafik ist absolut in Ordnung, auch vom Sound her. Es gibt auch verschiedene Missionsarten, dass wir halt einfach einen Endgegner besiegen müssen oder wir müssen Leute in Gefangenschaft nehmen oder Geiseln retten. Was so ein bisschen, wenn man die Geiseln rettet, so ein bisschen an Dead Trigger 2 erinnert. Ja. Also es ist irgendwie so ein Misch aus allem. Ja, aber ein schöner Misch, wie ich finde. Wunderbar. Ja. Kopfschuss. Wuhu. Das haben wir uns auch noch wieder geschafft. Am Anfang sind die Missionen sehr, sehr klein, aber ich glaube, die werden auch ein bisschen größer. So vom, wie läuft das Spiel, läuft das flüssig auf meinem Gerät. Also wir haben jetzt hier 2 Testgeräte, auf denen wir das laufen lassen. Einmal auf dem S3, läuft super, ohne Probleme. Und dann noch hier auf dem Acer Iconia Tab A210. Ja. Ja, genau. Und da läuft es auch, ohne Probleme, ohne Abstürze. Wunderbar. Also die Entwickler haben einen guten Job getan. Und wenn ihr euch das Spiel auch mal anschauen wollt, dann könnt ihr es euch runterladen. Wie gesagt, kostenlos aus dem Play Store. Robocop TM. Also viel Spaß. Und jetzt will ich einfach... Ach, jetzt hat es funktioniert. Das ist das Logo davon. Und bis dahin würde ich sagen, ciao und bis bald. Ciao.